Target released mit der Orb-Serie drei Varianten Steel- und Soft-Darts, welche nur 30 Euro kosten. Was wir dafür erwarten können und wie sie sich auf dem Prüfstand schlagen, erfahrt ihr jetzt. Mikrofon check. Und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen in Zinkers Startstube. Mein Name ist Zinker und du bist genau richtig. Warum? Genau, denn du bist in meiner Dartstube. Das heutige Video dreht sich um die neuen Target Darts und zwar genauer die Orb Darts. Und warum habe ich mich genau für die Orb Darts entschieden? Ganz einfach, weil diese Set Darts gerade einmal sage und schreibe 30 Euro kosten. Und ja, du hast richtig gehört, du musst nicht zum Ohrenarzt. 30 Euro für ein neues Set Darts von Target. Das klingt doch wirklich mal sehr verlockend. Ich bin ehrlich, ich dachte erst, es handelt sich um einen verspäteten April-Scherz im September und musste echt googeln, ob ich für die 30 Euro vielleicht nur die Verpackung bekomme. Aber nein, wir bekommen dafür ein neues Set Darts. Und deswegen war ich sehr darauf gespannt und freue mich jetzt richtig auf den Test. Also los geht's, wir nehmen die Target Orb Darts genau unter die Lupe und finden gemeinsam heraus, ob das hier die besten 30 Euro unseres Lebens sind. Und natürlich starten wir wie immer mit der Verpackung. Zur Verpackung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es handelt sich um eine normale Pappverpackung, welche aber in einem schicken Design daherkommt. Der Grafiker wird einen guten Tag erwischt haben bei Target und hat sich feine blaue Farben mit kleinen pinken Akzenten einfallen lassen. Sehr gut, weiter so, Daumen hoch. Auf der Rückseite gibt es wie immer den Inhalt, also What's Inside the Box. Und dort erwarten uns dreimal die Orb 01 80% Tungsten Barrels, 3 Pro Grip Shafts in Short, 3 Pro Ultra Flights und als kleines Extra Gadget noch ein schickes Kunstledermäppchen. Für den Preis kann sich das wirklich sehen lassen. Daran kann ich nichts auszusetzen haben. Bei der Orb-Version gibt es natürlich auch noch zwei andere Varianten, nämlich den Orb 02 und den Orb 03 da. Diese unterscheiden sich dann an den Barrels und an den Grip-Zonen. Wenn ihr dazu genauere Infos haben wollt, checkt einfach mal die Videobeschreibung. Da habe ich euch das verlinkt. Wir beschränken uns jetzt aber hier auf die Orb 01, welche ich mir ausgewählt habe. Und dabei soll es heute auch bleiben. Ja, kommen wir jetzt mal zu einer kompletten Perspektive und lassen das ganze Bild mal auf uns wirken. Würdet ihr denn denken, dass ich dafür gerade einmal 30 Euro bezahlt habe und als Name auch noch Target auf den Dart steht? Ich denke doch nicht. Die Flights finde ich auch positiv zu bewerten, obwohl es, glaube ich, ohne dass ich es nachgemessen habe, nur 75 bis 100 Mikron Flights sind, aber diese kommen doch in einem schicken Design daher. Die pinken Akzente bei dem hellen Blau gefallen mir wirklich gut. Kommen wir jetzt noch zum Grip. Bei der Orb 01 Version handelt es sich dabei um einen durchgehenden Ringgrip, der sich meiner Meinung nach absolut nicht verstecken braucht. Die feinen blauen Akzente pushen die Rillen nochmal schön in den Vordergrund und können uns schon erahnen lassen, was uns gleich an Bord erwarten wird. Also will ich uns auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir wagen noch einen kurzen Blick mal über die gesamten Darts und die gesamte Verpackung. Und jetzt würde ich meinen, testen wir doch mal aus, ob sie sich auch am Dartboard genauso gut schlagen werden wie in der Theorie. Also ab ans Board. Herzlich willkommen am runden Ziehsaal. Ich nehme euch jetzt einfach mal ein paar Aufnahmen an Cut mit, bevor ich dann ein Cut setze und beschreibe euch, wie sich die Pfeile in meinen Händen gemacht haben. Ja, die erste Aufnahme, wie sich es für einen Hobby-Dartspieler gehört, war natürlich erstmal Klassiker. Aber spätestens nach der zweiten Aufnahme habe ich gemerkt, die Pfeile haben Potenzial und haben wirklich etwas drauf. Ich kann sagen, dass ich echt sehr überrascht war, und zwar wegen dem Barrel und auch dem Grip. Denn wenn ich jetzt daran denke, dass die Teile 30 Mücken kosten, habe ich eigentlich die Erwartung gen Fußboden gehalten, aber ja, ich sollte eines Besseren belehrt werden, denn ich würde den Grip jetzt mal pauschal eine schicke 7 von 10 geben, denn er ist wirklich durchweg von hinten bis vorne griffig. Wir haben halt nur eine Gripzone,
Von daher ist der Griff überall gleich. Und ja, ich bin echt überrascht, sehr positiv davon überrascht. Ich konnte gleich recht gut damit werfen, brauchte mich nicht irgendwie umstellen, obwohl ich eigentlich kein Fan von diesen von Haus aus draufgeschraubten Shortshafts bin. Aber ja, irgendwie ging es damit ganz gut und ich war echt zufrieden und es hat mir wirklich Spaß gemacht, damit ein paar Runden zu werfen. Was ihr aus der Perspektive auch wirklich nochmal sehr gut sehen könnt, ist, wie gut das Setup miteinander matcht und in welchem schönen Winkel, sage ich jetzt mal, die Pfeile dann im Dartboard stecken. Das ist wirklich sehr gut. Aber ein kleiner Nachteil fiel mir dann im Nachhinein bzw. bei oder während der Aufnahme auf und diese müsste gleich kommen. Denn ein kleiner Nachteil sind die Spitzen. Ich habe noch nie, wirklich noch nie, solche glatten Spitzen in der Hand gehabt. Und da ich ja mit meinem letzten Finger sozusagen den Pfeil an der Spitze berühre, musste ich da immer mal etwas umjustieren. Und auch, wie ihr jetzt seht, die Spitzen hängen, oder die Pfeile dann natürlich vielmehr, hängen nicht allzu fest im Board. Und dadurch kam dann noch folgende Aufnahme gleich zustande, die einem vielleicht ja sagen könnte, investier doch lieber nochmal 1 Euro mehr und macht hier nochmal ordentliche Spitzen drauf. Aber daran soll es auf keinen Fall scheitern. Das ist jetzt kein großer Negativpunkt, sondern einfach nur ja mein Hinweis bzw. mein Gefühl. Also investiert einfach 1 Euro mehr in ein Set neue Spitzen und dann kann es rund gehen. Ja, ha, ha, ha. Und rund geht's jetzt auch in meinem Fazit. Denn ich habe mir die Darts auch gekauft, um sie eigentlich in der Luft zu zerreißen, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir für 30 Euro einen guten Dart bekommen. Und ich wollte sie auch in der Luft zerreißen, aber ihr merkt schon, ich kann's nicht. Wir bezahlen läppische 30 Euro und bekommen dafür wirklich ein gutes Set Darts. Ich bin baff, ich bin sprachlos, ich kann es nicht fassen. Ich kann nichts anderes sagen. Es ist so, 30 Euro Target, gute Darts. Geht doch, dass ich den Tag noch erleben darf. Ach, wie ist das schön. Jeder Darter, vor allem aber auch die Einsteiger und Anfänger im Seaside-Gewerbe, sollten doch mit diesem Set wirklich von vorne bis hinten bestens zufrieden sein. Also greift zu, ihr könnt damit wirklich nichts verkehrt machen. Ihr könnt jedoch noch was richtig machen, und zwar, wenn ihr den Gutscheincode ZINKERSTARTSTUBE, Moment, wo bin ich auf der Kamera? Hier, wow, ZINKERSTARTSTUBE eingebt, bei eurer Dartfieber-Bestellung könnt ihr euch nochmal 6% extra sparen. Entweder holt ihr euch die Target Orb Darts und testet sie selber mal aus, oder ihr holt euch irgendetwas anderes. Der 6% Gutschein gilt noch den gesamten Oktober, also jetzt noch die paar restlichen Tage auf das gesamte Sortiment. Schaut mal rein, wenn ihr Bock habt, und gönnt euch was. Und ich denke, mit dem 6% Ersparnis sollte das mit den glatten Spitzen egalisiert sein, denn dafür gibt es auch ein ordentliches Paar Spitzen. So, genug erzählt. Der Sonntag ist zum Ausruhen da und genau dafür nutze ich diesen jetzt auch. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass ihr Spaß mit dem Video hattet. Schreibt mir gerne mal eure Meinung hier unten in die Kommentare zu den Target Orb Darts, ob diese für euch interessant werden und wenn ihr diese schon habt, wie eure erste Erfahrung damit ist. Ja, das war's auch für heute. Ich bin fertig, ich lege jetzt die Beine hoch. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Target Orb Darts. Das war's von mir, das war's von Zinker. Adios, amigos.